Nike bombardiert mich aktuell, vor allem auf Facebook, immer mit der gleichen Werbeanzeige, wo sie mir unbedingt diesen Schuh hier andrehen möchten, der Nike Infinity React. Und in diesem Review möchte ich ein wenig über diesen Schuh sprechen. Ich möchte vor allem erklären und aufzeigen, wie mir der Schuh gefallen hat, welchen Zielgruppen ich diesen Schuh empfehlen möchte, ob dieser Schuh das Werbebudget von Nike überhaupt wert ist. Vielleicht sollten sie einfach andere Laufschuhe bewerben. Naja, und bevor wir auf diesen Laufschuh hier, auf das Review eingehen, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten über 80 Laufschuhe getestet und ich habe dazu bereits ein umfangreiches Video abgedreht, wo ich über die besten Laufschuhe aus all diesen Tests spreche, wo ich auch über Modelle spreche, die mir nicht so gut gefallen haben. Und von daher, wenn du aktuell sowieso nach Laufschuhen suchst oder dich inspirieren lassen möchtest, schau dir unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung an. Auch dort spreche ich natürlich über den Schuh hier, eins der gehyptesten Modelle aktuell. Bevor du mir wegspringst, bleib noch mal kurz dran. Wir sprechen hier ein bisschen expliziter über den Schuh. Wenn du Interesse hast an dem, dann wirst du hier noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie er mir gefallen hat. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Der Schuh bietet insgesamt eine wirklich gute Power. Also gute Power ist vielleicht kein richtiges Deutsch. Der bietet den Vorantrieb, den man sich wünscht. Vor allem eben durch die React-Dämpfung. Hier haben wir eine richtig dicke Schicht in der Zwischensohle. Und mir hat die vor allem hier unter dem Vorfußbereich richtig gut gefallen. Wer also gerne ins Tempo gehen möchte und dabei eben diese Power bekommen möchte, der macht mit dem Schuh hier nichts falsch. Alles richtig quasi. Aber dieser Schuh hat leider einen Abstrich oder einige Abstriche und das ist die Passform. Ich muss sagen, ich habe nicht mal breite Füße und trotzdem hat mir der Schuh in Sachen Passform, vor allem im Mittelfußbereich, also sagen wir hier, wo man auch in der Sohle, in der Außensohle sieht, dass das wesentlich enger zugeht, hat er mir nicht so gut gefallen. Wie gesagt, ich habe eher normal breite Füße und trotzdem ist dieser Mittelsohlenbereich insgesamt ziemlich eng geschnitten. Ich habe mich einige Male schon gefragt, was Nike insgesamt mit der Passform hier, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich kommt der Schuh, oder ich hoffe, der Schuh kommt nochmal in Version 2.0, 3.0 raus und dann wird es hoffentlich nochmal Verbesserungen geben. Aber in Sachen Power und Hochwertigkeit, Sitz am Fuß, wenn wir mal die Passform, sage ich mal, außen vor lassen, wenn wir das Obermaterial mit einschließen, wenn wir die Fersenkappe hier mit einschließen, dann sitzt der Schuh sehr fest am Fuß. Das ist eine Sache, ich betone es immer wieder, die vor allem in Laufschuhen extrem wichtig ist. Wir möchten in Laufschuhen nicht schwimmen, was bedeutet, du möchtest im Laufschuh nicht nach links, rechts verwackeln. Der Schuh bietet viel mehr Power als zum Beispiel der sehr bekannte Nike Epic React 2. Auch mein Kumpel Mike, mit dem ich das ganze Portal hier aufbaue, trägt sehr gerne den Epic React 2. Er liebt den wegen der Dämpfung, wegen der React-Dämpfung. Und hier haben wir im Infinity React eben noch viel mehr React-Schaum. Dadurch kommt auch eben diese viel bessere, viel stärkere Power im Vorantrieb. Wenn du also schnell läufst, dann kannst du diesen Schuh testen. Vor allem, wenn du ein bisschen schmalere Füße hast oder ja, wenn du neugierig bist und einfach auch die Optik gut findest, das ist sowieso so ein Aspekt. Nike und die Designs der Laufschuhe, Hut ab. Meistens machen sie in der Hinsicht den besten Job. ASICS-Modelle, Brooks-Modelle, alle sehr hochwertig, aber in Sachen Optik häufig einfach nicht an solche, ja, optisch gut, wirklich gut dargestellten Schuhe, gut hingestellten Schuhe, wie auch immer. Ich suche mal wieder nach den richtigen Worten, Freunde. Insgesamt ist der Schuh gelungen, meiner Meinung nach. In Sachen Passform muss man sich herantasten. Wer gespannt ist und wer einfach so einen Schuh testen möchte, der Selbsttest, das sage ich auch immer wieder, bringt die größte Gewissheit, dann wirst du wissen, ob der Schuh dir perfekt passt. Aber in Sachen Power und Hochwertigkeit kann ich dem Schuh einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, ich runde das Review an dieser Stelle einmal ab, bevor ich noch weiter nach deutschen Worten suche, Freunde. Mein Name ist Philipp, ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die ganzen Stotterer und Versprecher etc. haben dich nicht aus der Bahn geworfen. Mich irgendwie auch nicht, wie du siehst. Und wenn du Bock hast auf noch viel mehr Schuhvergleiche, wie gesagt, der erste Link in der Beschreibung. Und bevor du mich hier abhaust, ganz kurz nochmal die Bitte, lass uns sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich mega darüber freuen. Wir möchten mit diesem Channel, mit diesem Portal hier, mit dem Mike zusammen eine Community für Läufer in der Dachregion schaffen. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wenn du Teil dieser Community werden möchtest, wir möchten Gewinnspiele machen, verlosen dann die Laufschuhe auch. Wenn du Bock drauf hast, dann lass uns sehr gerne ein Abo da. Mein Name ist Philipp und ich bedanke mich bei dir. Hau rein!